Bayern hatten doch Winterschlaf. Ja, das ist wichtig. Meine Artgenossen, die liegen jetzt in ihren dunklen Höhlen und mümmeln vor sich hin. Dieser Bär hat ein Geheimnis. Er hält keinen Winterschlaf. Er isst komisch, tanzt seltsam. Und überhaupt, er spricht. In Schneeweißchen und Rosenrot, dem diesjährigen Weihnachtsmärchen des Mecklenburgischen Landestheaters Parchim, spielt er die entscheidende Rolle. Steffen Schlösser haucht dem sanften Riesen Leben ein. Im großen Bärenkostüm ist das Millimeterarbeit. Der Bärenkopf ist eben, ja, er strahlt eine Gefahr aus. Und das ist das mit diesem Millimeterarbeit. Wenn ich den Kopf jetzt zum Beispiel 5 mm weiter nach unten neige, sind die Zähne versteckt. Sobald ich wieder ein bisschen nach oben gucke, sind die Zähne zu sehen. Das sagt was ganz anderes aus. Und da muss man eben aufpassen, je nach Situation, je nach Szene. Und das ist schon auch ein, da muss man reinkommen. Ja, da muss man einfach proben und ein Gefühl dafür entwickeln. Der Gegenspieler des Bären ist ein giftig grüner, spöttelnd zeternder Zwerg. Wie alle guten Bösenwichte schafft es David Kopp, den Antagonisten zum heimlichen Sympathieträger zu machen. Dazu sind ihm alle Mittel recht, auch mundartliche. Hört ihr vielleicht auf, so zu gucken? Passt auf, dass euch vor lauter Gucken nicht gleich die Glatzbäbelin ausverdammt! Es ist halt die böse Figur und böse Figuren machen an sich eigentlich immer sehr Spaß oder sind halt oft einfacher zu greifen als die gute Figuren, weil einem da gleich viel einfällt, was man einem Menschen Böses alles antun kann. Die Schwestern Schneeweißchen und Rosenrot und ihre treusorgende Mutter sind natürlich auch mit von der Partie. Das weltbekannte Grimm-Märchen ist Christina Wöllner und Anne Ebel, den Darstellerinnen der neugierigen und hilfsbereiten Schwestern, natürlich seit Kindertagen in Fleisch und Blut übergegangen. Auch dank ihrer eigenen Eltern. Ich kannte die DEFA-Filme vorrangig und habe die immer gerne geguckt und habe auch vorgelesen bekommen von meiner Mutter. Ja, ich kannte das Märchen auch und ich hatte noch in Erinnerung, dass das so eins der harmonischsten eigentlich war. Schneeweißchen und Rosenrot, das Traumschwesternpaar, die auf Abenteuer gehen. So. Es muss eben sehr sinnlich sein, konkret sein, es müssen konkrete Geschichten verhandelt werden, konkrete Situationen sein und man muss natürlich versuchen, eine Atmosphäre zu schaffen, die eben auch Menschen von 6 bis 60 oder von 3 bis, in ihren Bann ziehen kann, dass sie eben dranbleiben an der Geschichte. Es darf als gelungen bezeichnet werden. Schneeweißchen und Rosenrot. Ab 10. November am Mecklenburgischen Landestheater Parchim ist ein zeitloses Stück für Jung und Alt mit sympathisch unverstaubten Märchencharakteren. Und was nun das Geheimnis des komischen Bären ist, das schauen Sie sich am besten selbst an.